Hi, meine lieben Freunde. Ihr habt ja vielleicht schon mal über Social Media und andere Medien mitbekommen, dass ich ab und zu etwas mit der McDonald's Kinderhilfe Stiftung zusammen mache. Da ich diese Stiftung zusammen mit der ZNS Stiftung schon über längere Zeit unterstütze, wurde ich immer wieder mal gefragt, was ich da genau mache und ob ich nicht dazu auch mal ein Video machen will, in dem ich ein bisschen was zum Hintergrund und meiner Tätigkeit sage. Und das mache ich natürlich hiermit sehr gerne. Generell finde ich es sehr wichtig, dass jeder, dem es möglich ist, etwas für andere tut. In welcher Form auch immer. Gerade Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, können hier vieles bewegen. Darüber muss man auch gar nicht sofort immer sprechen oder berichten. In diesem Fall möchte ich der Anfrage aber sehr gerne nachkommen, da ich schon länger die Initiative und die Menschen, die sich dafür engagieren, kenne und wirklich großartig finde, was dort getan wird. Die McDonald's Kinderhilfe Stiftung allgemein setzt sich seit 1987 für die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern in Deutschland ein. Die McDonald's Kinderhilfe ist Teil eines weltweiten Netzwerkes mit 380 Ronald McDonald Häusern. Deutschlandweit gibt es 23 Ronald McDonald Häuser in der Nähe von Kinderkliniken, wo die Familien ein Zuhause finden für die Zeit, in der das Kind schwer erkrankt ist. Dahinter steckt die Überzeugung, dass die Nähe der Familien den kleinen Patienten hilft, schneller gesund zu werden und einen Ort zu haben, der Geborgenheit und etwas Normalität bietet. Und natürlich ist es auch für die Familie eine unglaubliche Erleichterung, in der direkten Nähe sein zu können und nicht jedes Mal zeit- und kostenintensive Anreisen zu haben. So können sie sich bestmöglich auf die Pflege ihres Kindes konzentrieren. 2012 wurde das Ronald McDonald House in Berlin-Buch eröffnet, direkt neben dem Helios Klinikum. Das Ronald McDonald House ist wirklich richtig gemütlich mit vielen Holztönen und Naturstoffen. Es besteht aus insgesamt 13 geräumigen Apartments, in denen die Familien ihre Privatsphäre haben und auch vielen Gemeinschaftsräumen, zum Beispiel Küche, Spielecke, Kaminzimmer, in denen man mit anderen Familien Zeit verbringen und sich austauschen kann. Zweimal pro Woche verwöhnen die ehrenamtlichen Mitarbeiter sowie Mitarbeiter unterstützender Unternehmen die Familien mit kulinarischen Angeboten. Seit nun 3 Jahren bin ich der Schirmherr dieses Ronald McDonald Hauses in Berlin-Buch und unterstütze die Initiative. Ab und zu überrasche ich die dort lebenden Familien und die kranken Kinder auf den Jahresempfängen und Sommerfesten. Für mich ist es wirklich jedes Mal ein ganz besonderes Erlebnis, Zeit mit den Familien zu verbringen und etwas über deren Geschichte zu erfahren. Gerade wenn man selbst Vater ist, gehen einem diese Erfahrungen sehr nah. Und ich bin jedes Mal erfüllt, wenn ich den kleinen Patienten ein paar schöne Momente bescheren darf und das Glück in deren Augen sehen kann. Neben dieser emotionalen Unterstützung der Familien bin ich als Schirmherr auch ein Botschafter für die Stiftung und kann durch meine Teilnahme und Unterstützung dafür sorgen, dass mehr über die Kinderhilfe in den Medien berichtet wird, es mehr Aufmerksamkeit gibt und damit auch mehr Spendengelder eingenommen werden können. Und selbstverständlich nutze ich dafür auch sehr gerne meine eigenen Social-Media-Kanäle und informiere meine Leute. Bei der jährlichen McDonald's Benefizgala zugunsten der Kinderhilfestiftung sind die Schirmherren immer als Ehrengäste geladen. Und ich habe zum Beispiel auch schon mal bei einer TV-Quizshow mitgemacht und richtig gewonnen, um meinen Gewinn dann der Stiftung zukommen lassen zu können. Die McDonald's Kinderhilfe finanziert sich hauptsächlich über Spenden. Die größte Summe erhält die gemeinnützige Stiftung dabei von McDonald's Deutschland, seinen Franchise-Nehmern, Lieferanten und natürlich auch den Gästen. Darüber hinaus unterstützen zahlreiche Privatspender und Firmen die Arbeit. So, ich hoffe, ich konnte euch hiermit einen guten Einblick in die Initiative und meine dortigen Aufgaben geben. Falls euch der Gedanke gefällt und es bei euch passt, unterstützt doch gerne auch. Jeder Betrag hilft hier. Den Kontakt, wo ihr euch hinwenden könnt, blenden wir euch hier ein und schreiben ihn in die Caption. Vielen Dank für euer Interesse, euer Arne.